Gut, kommen wir zu einem meiner Lieblingsspiele, Mark of Chaos. Du würdest nicht wagen, einem meiner Lieblingsspiele eine schlechte Wertung zu geben. Nein, um Gottes Willen, das würde ich niemals wagen, denn es hat ja auch keine schlechte Wertung verdient. Denn Mark of Chaos ist ein gutes Spiel, das müssen wir gleich mal am Anfang sagen, weil es einfach sehr schöne, taktisch fordernde Schlachten hat. Eigentlich. Sprich, du schlägst Massenschlachten in der Warhammer-Welt, ja, die ja der ein oder andere kennen mag, hast eben Regimenter und Helden, die recht stark sind, musst dann genau timen, wie du die Truppen aufstellst, Formationen spielen eine große Rolle, Spezialfähigkeiten der Truppen spielen eine große Rolle, jedes Regiment hat einen Moralwert, der nicht zu tief fallen darf, sonst flüchten sie. Lauter so Sachen macht es eigentlich ganz spannend und du musst halt echt... Bisschen wie Rome, muss man ja fairerweise sagen, dass es ja quasi eine Art Remake ist von dem großartigen Warhammer Dark Omen. Ja, genau. Und es hat auch viel von Dark Omen übernommen, was heute nicht mehr so zeitgemäß ist, zum Beispiel die KI. Und die KI macht einfach, sie bemüht sich, ja, du kannst ja immer auf die Schulter klopfen und sagen, gut, du hast es versucht, KI, ja, aber sie macht halt viel Mist einfach. Sie versucht zum Beispiel, deinen Truppen in den Rücken zu fallen, was ja an sich eine gute Idee ist. Die schlechte Idee ist, sie versucht es mit einer Kanone. Die KI läuft stumpf an, stumpf, und wird zusammengeschossen. Richtig. Und es ist eigentlich theoretisch so in der Spiellogik, dass die KI immer die Truppe angreift, die für sie im Moment am gefährlichsten ist. Also wenn du irgendwie Riesenratten hast, die greifen natürlich Pferde an, weil sie gegen Pferde am meisten Schaden anrichten können, aber auch von denen natürlich nicht angegriffen werden wollen. Nur, wenn natürlich die Riesenratten straight auf meine Pferde zulaufen, dann stelle ich halt Fernkämpfer daneben und schieße weg. Ja? Und so kriegst du halt alles in dem Spiel kaputt. Das ist das größte Problem von Mark of Chaos. Jetzt kommen wir zu den vielen kleinen Problemen, die es nun mal hat. Die Helden, habe ich gesagt, sind ja eigentlich ganz cool und auch sehr nützlich, weil sie halt starke Spezialfähigkeiten haben. Das Problem ist nur, je weiter du in der Kampagne kommst, desto mächtiger und mächtiger und mächtiger werden die. Und insofern, ich kann meine ganzen Truppen vernachlässigen. Also Armeen sind im Prinzip teilweise überflüssig. Also im letzten Drittel. Ja, ja, im letzten Drittel. Wir reden hier nicht vom Anfang, sondern vom Ende. Am Ende hat es Balanceprobleme, am Anfang ist alles super. Vor allem, weil, wie gesagt, auch die Fähigkeiten der Einheiten wirklich sinnvoll sind. Funktionieren. Das macht ja dann auch Spaß, finde ich. Also dieses Moralsystem ist super. Also dieses ganze Moralsystem ist halt echt einigermaßen schlau. Gut, das haben wir in Rome und so weiter auch schon gesehen. Ich finde es aber halt viel befriedigender, wenn Leute von mir wegrennen, als wenn ich sie einfach niedermetzle. Ja gut, aber wie gesagt, das ist halt ein Kernteil des Spielprinzips und das funktioniert auch. Aber die KI. Ja, aber die KI. Und das Leveldesign. Und das, genau, das war jetzt das nächste gewesen, das Leveldesign. Oh Gott. Eigentlich, ja, nicht oh Gott, nicht ganz oh Gott. Also sie geben sich schon Mühe, in dem Rahmen, den sie ja nun mal haben, große Schlachten mit einzelnen Regimentern, oder was heißt groß schon, also Feldschlachten oder Belagerungen mit einzelnen Regimentern, da möglichst abwechslungsreiche Missionen drum zu stricken, das klappt aber nicht ganz. Also es gibt zwar Missionen, in denen man mal eine Karawane abfangen muss, es gibt Escort-Missionen, es gibt eben diese Belagerungsschlachten, ja, und das ist alles ganz schön und gut, nur ist es halt doch immer wieder das gleiche Belagerung. Ja, und die Kampagne macht auch vieles richtig, da hast du völlig recht. Also man kann optionale Missionen, gibt es ab und zu, die Story hat teilweise spaltet sich teilweise, wenn du dich eben für eine Fraktion entscheiden musst. Das sind wirklich sehr nette Sachen auf Dauer, aber sind die Missionen halt eintönig. Feldschlachten funktionieren immer gleich. Guck mal, das Spiel ist großartig, eigentlich. Ja, es macht einen Heidenspaß und es tut mir in der Seele weh, ihm in Einzelnoten irgendwie einen reinzuwürgen. Aber es ist halt, wenn man das Universum mag und diese Art Spiel mag, macht es viel Spaß, außer dass es halt stumpf ist, zu einfach ist und so elementare Fehler im Leveldesign macht. Ja. Man spielt es halt so durch und denkt so, das trinke ich noch Kaffee nebenher, ich bin fertig. Genau. Ohne Zwischensequenz. Jetzt geht's weiter. Und so. Und das ist auch nicht mehr zu patchen, glaube ich. Also ich meine, das ist halt einfach so. KI kann man ein bisschen patchen, die KI kann man sicher nicht. Aber Missionsdesign ist halt... Heldenfähigkeiten können Sie vielleicht noch ein bisschen was sagen. Bei der Balance, ich habe mit Ihnen vorhin schon geredet, es ist ein Patch in Arbeit momentan, für die US-Version zumindest, die erscheint am 14. November. Also das können wir uns während unserer Heftzeit hier auch noch anschauen. Mit dem sie zumindest mal ein paar Bugs beseitigen wollen, die uns jetzt noch aufgefallen sind bei der Bedienung und mit dem vielleicht auch die Balance verbessert wird, dahingehend, dass man halt zumindest nicht mehr diese fiesen Items findet, die einem erlauben, dass die Helden ihre Zaubersprüche so schnell regenerieren. Also das können sie werden es halt einfach ein bisschen weniger einfach machen. Vielleicht. Ja, mehr können sie aber auch nicht tun. Ja, aber das ist das trotzdem bitte einen zweiten Teil machen. Fehler sind nicht zu retten, genau. Ja, mit den richtigen. Und dann mit den richtigen Sachen. Genau. Ideen, die dann richtig aber es macht ja schon Spaß. Ja, wenn man Freude hat, auch an den Dialogen und so, macht es echt Spaß. Eben, und du spielst es echt auch gerne durch. Ja? Also es ist wirklich wahrlich, und damit schließen wir den Kreis, kein schlechtes Spiel, sondern ein gutes